Es ist mal wieder allerhöchste Zeit für ein Update zum Thema 737 MAX. Denn mittlerweile ist nicht nur das weltweite Grounding der Passagiermaschine schon über 7 Monate alt, sondern es ist mittlerweile auch mehr als genug Zeit vergangen für die ersten konkreten, hochoffiziellen Berichte zu dem Thema. Berichte, die das Versagen von Flugzeughersteller und Zulassungsbehörde in politisch korrekter Wortwahl erläutern. Das klingt spannend, aber auch komplex. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen, was es dazu gibt. Und wir sortieren einfach mal ein bisschen durch. Und ich erzähle euch meine Gedanken dazu. Viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen noch einen entspannten Sonntag. Ja, das Thema 737 MAX. Das, was ich euch jetzt dazu erzähle, ist wahrscheinlich für keinen von euch was wirklich Neues. Aber die Nachrichtenflut in den letzten Tagen zur 737 MAX war mal wieder so verdammt undurchsichtig, dass es sich wieder richtig lohnt, hier mal die interessanten Punkte rauszupicken. Und das versuchen wir jetzt mal. Größter Bestandteil ist dabei ein mittlerweile in Indonesien fertiggestellter Abschlussbericht zum Absturz der Lion Air-Maschine. Und das ist kein Zwischenbericht, sondern eben ein Abschlussbericht. Das heißt, hier treffen verantwortliche Ermittler abschließende Aussagen zum Absturz. Und zwar nicht nur zum MCAS, sondern zu allen möglichen am Unfall beteiligten Punkten. Und das geht sehr weit über diese Software hinaus und ist verdammt interessant. Dazu kommt ein weiterer, mittlerweile abgeschlossener und der Öffentlichkeit zugänglich gemachter Bericht, der unter dem Oberbegriff Joint Authorities Technical Review läuft. Was erst einmal nicht viel mehr bedeutet, als dass sich im Auftrag der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA etwa 30 Experten aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Luftfahrtbehörden zusammengesetzt haben, um den Fall 737 MAX rational und sachlich zu bewerten. Und das sind eben die beiden großen Neuigkeiten zum Thema 737 MAX, auf denen so ziemlich alle in den letzten Tagen veröffentlichten Nachrichten zu diesem Flugzeug beruhen. Und der von den knapp 30 Experten geschriebene, etwa 70 Seiten lange Bericht beschäftigt sich dabei gar nicht unbedingt hauptsächlich mit dem MCAS des Flugzeuges, also mit dem, ich sage es nicht nochmal voll ausgesprochen, ihr wisst mittlerweile alle, was das heißt, sondern beschäftigt sich vor allem mit dem System, welches dafür gesorgt hat, dass diese 737 MAX in diesem Zustand durch die Zertifizierung rutschen konnte und damit ja auch letztendlich auf dem Markt verfügbar gemacht wurde. Dieser Bericht ist damit gleichzeitig ausschlaggebend für die eventuell bald folgende Wiederzulassung der Boeing 737 MAX. Also die Fertigstellung des Berichtes ist quasi eine Grundvoraussetzung dafür, dass dieses Flugzeug überhaupt bald zugelassen werden kann. Denn es ging hier ganz klar darum, Fehler im System aufzudecken, Fehler bei der FAA aufzudecken, um diese jetzt bei einer erneuten Zulassung der Maschine aus dem Weg räumen zu können. Dabei geht es unter anderem auch um die ganz nüchternen, aber trotzdem sehr beeindruckenden Fakten zu diesem Thema. Denn die Zulassung der ersten Boeing 737 geht zurück auf das Jahr 1967. Und trotz der Tatsache, dass die Boeing 737 MAX ein ja schon irgendwie anderes Flugzeug aus einer ganz anderen Zeit ist, beruhen viele die Flugzeugsteuerung betreffenden Zulassungspunkte noch immer in ihrer Basis auf der ersten Maschine, auf der ersten Zulassung aus dem Jahr 1967. So wurden in den ganzen Jahren, ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, also vor allem Veränderungen auf Basis der ersten Zulassung zertifiziert. Und das nicht ausschließlich, aber halt eben auch. Und das ab dem Jahr 2009 auch gar nicht mehr unbedingt von FAA-Mitarbeitern selbst, also gar nicht unbedingt von FAA-Ingenieuren, sondern die mussten eigentlich nur noch unterschreiben, nachdem man das Ganze an unabhängige Prüfer bei den Herstellern im Auftrag der FAA abgegeben hat. Bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA arbeiten laut diesem Bericht zum aktuellen Zeitpunkt nur noch 24 Ingenieure, die für die gesamte Boeing-Produktpalette verantwortlich sind und die eventuell gar nicht mehr wirklich genug Ahnung von dem haben, was ihre unabhängigen Kollegen beim Hersteller selbst angestellt, da eigentlich jetzt gerade zertifizieren. So wurde also ein Großteil der wichtigen Zertifizierungsaufgaben ganz einfach delegiert, während dann das sogenannte Boeing Aviation Safety Oversight Office mit den eben angesprochenen 24 Ingenieuren einen Blick drauf hatte. Tja, das ist nicht ungewöhnlich bei Flugzeugherstellern, aber hier halt eben besonders bitter.
Denn was hier über all die Jahre entstanden ist, was hier über die gesamte Laufzeit der Boeing 737 entstanden ist, ist ein riesiger Haufen an Dokumenten, welche dann von irgendjemand Wichtigem unterschrieben wurden, was dann wiederum kleine Veränderungen an irgendwelchen Systemen ermöglichte. Aber so wird das jetzt zumindest in diesem Bericht beschrieben, es entstand nie die Chance für ein sogenanntes Big Picture, also für eine allumfassende Bewertung des wirklich dann ja neuen Flugzeuges. Das bezieht sich hier in diesem Bericht, wie gesagt, hauptsächlich auf die Steuerung der 737 MAX. Und das ist dann dahingehend auch gar nicht so wahnsinnig schlimm, denn von 1967 bis ins Jahr 2017, also bis zur Fertigstellung der Zertifizierung der 737 MAX, hat sich bei der Flugsteuerung der Maschine auch gar nicht so wahnsinnig viel getan. Aber was der Bericht eben kritisiert, und das auch sehr nachvollziehbar, das ist die Tatsache, dass bei der FAA wohl gar keine Möglichkeit entstanden ist, die nun eingesetzte Software bei dem neuen Flugzeug technisch wirklich vernünftig zu bewerten. Und vor allem hatten sie nicht die Möglichkeit, den Faktor Mensch dort vernünftig irgendwo unterzubringen. Und das ist ein verdammt fataler Punkt. Dass in der Luftfahrt und dann ja auch noch bei einem so verdammt wichtigen Flugzeug, das tausendfach bestellt wurde von verschiedensten Fluggesellschaften überall auf der Welt, dass da jetzt eine derart mächtige Software, die den Piloten in gewissen Situationen ja schon irgendwie übergehen kann, dass diese Software jetzt nicht ausreichend getestet und verstanden wurde von den Leuten, die das Ganze zugelassen haben, das ist extrem schwer nachvollziehbar und auch eigentlich gar nicht vorstellbar. Im Detail wurde über diese Software, über ihre Anwendung und ja auch über ihre Integration in der eigentlich mittlerweile sehr alten Steuerung der Boeing 737 anscheinend gar nicht wirklich gesprochen. Hier ist halt immer wieder nur die Rede von gewissen Veränderungen über die Jahre im Vergleich zum Vorgänger. Und damit war natürlich auch die Grundlage geschaffen für ein nicht ausreichendes Training. Also für ein Training, das auf einem Simulator stattfand, der gar nicht die 737 MAX simulierte, sondern eben den Vorgänger. Weil reicht ja, hat sich ja nur ein bisschen was geändert. Und wenn man da mal das Glück hatte, einen 737 MAX Simulator von innen zu sehen, als zukünftiger 737 MAX Pilot, was irgendwie selbstverständlich ist, naja, dann konnte selbst dieser Simulator gar nicht das simulieren, was einem mit dem Flugzeug draußen in der realen Welt passieren kann. Bestes Beispiel dafür, dass das händische Trimmen einer 737 MAX, im schlimmsten Fall in Anführungszeichen als 737 MAX 9 oder 737 MAX 10, was ein etwa 15 Meter längeres und beim Start gut 40 Tonnen schwereres Flugzeug ist als das, was man da 1967 zertifiziert hat, dass das mit der Muskelkraft eines Normalsterblichen bei hohen Fluggeschwindigkeiten gar nicht möglich ist, darüber hat hier anscheinend niemand wirklich nachgedacht. Als würde man einfach irgendwann aufhören, diese Zertifizierung eines neuen Flugzeuges zu durchdenken. Aber gut, das waren die ersten Punkte, die ich aus diesem knapp 70 Seiten langen Bericht für mich als wichtig herausgezogen habe. Wenn ich dran gedacht habe, habe ich euch die beiden Berichte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch mal drüber schaut und die für euch wichtigen Punkte daraus filtert. Und dann freue ich mich natürlich sehr auf eure Meinung zu diesem Thema. Aber gut, viel interessanter ist jetzt eigentlich noch der mittlerweile eben auch fertiggestellte Abschlussbericht zum Lion Air-Absturz in Indonesien. Dieser beschäftigt sich auf über 300 Seiten natürlich nicht nur mit der Steuerung der 737 MAX, sondern mit allen möglichen an diesem Tag in irgendeiner Form bedeutenden Faktoren. Und das ist verdammt interessant, denn kein Ermittler der Welt würde sich natürlich damit zufrieden geben, zu sagen, dass die Steuerung des Flugzeuges Defizite aufweist und man da eventuell nochmal nachbessern könnte, sondern hier wird einfach alles durchleuchtet. Und da ist das MCAS der 737 MAX natürlich ein Thema, aber eben auch nicht alles. Und wir haben diese Software ja auch schon tausendfach durchgesprochen, deswegen würde ich sagen, lassen wir das Thema jetzt einfach mal links liegen. In diesem Bericht ist unter anderem die Rede von einer massiv überforderten Cockpitbesatzung, von einem teilweise recht inkompetent wirkenden Co-Piloten, der weder die vom Kapitän angeforderten sogenannten Memory Items, also die Handgriffe, die er in bestimmten Situationen durchführen muss, auswendig durchführen muss, beherrschte, noch in angemessener Zeit die vom Kapitän angeforderte Notfallcheckliste parat hatte. Das könnte man ihm jetzt durchaus vorwerfen, sicherlich, ist aber tatsächlich im Großen und Ganzen auch nicht viel mehr als ein kleiner weiterer Faktor, der dann letztendlich zum Unglück geführt hat. Die Crew hatte an diesem Tag mit zahlreichen Fehlern zu kämpfen, die sich letztendlich dann alle auf fehlerhafte Werte des linken Anstellwinkelsensors zurückführen ließen. Also auf fehlerhafte Werte des Angle of Attack Sensors. Liefert dieser jetzt einen anderen Wert als das Gegenstück auf der rechten Seite des Flugzeuges, dann werden die jeweiligen dahinterliegenden Computer mit unterschiedlichen Daten gefüttert, sodass dann die Instrumente im Cockpit voneinander abweichende Werte anzeigen.
So hatte der Kapitän auf seiner Seite stets eine von den auf Co-Pilotenseite angezeigten Werten abweichende Fluggeschwindigkeit und auch Flughöhe angezeigt bekommen, was er dann als unzuverlässig einstufte, als unreliable, was ihn dann wiederum zu der für unreliable Airspeed gemachten Notfallcheckliste brachte. Während auf seiner Seite die gesamte Zeit über die Stall Warning der Boeing 737, der sogenannte Stick Shaker, aktiviert war. Ein sich dann nach Einfahren der Klappen fehlerhaft aktivierendes MCAS wurde von den Piloten höchstwahrscheinlich gar nicht als solches identifiziert. Das bedeutet eine Fehlfunktion der Software. Daran hatte hier nie jemand gedacht. Höchstwahrscheinlich zumindest. Aber wie denn auch, wenn dieser Software weder im Training noch im Handbuch irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sehr fraglich ist außerdem noch so ziemlich alles, was rundherum um diesen Flug passiert ist. Die Maschine hatte ab 3 Tagen zuvor auf jedem Flug immer wieder die gleichen Probleme, die mit fehlerhaften Werten des Anstellwinkelsensors zusammenhingen. Und dieser wurde dann fehlerhaft von einem Techniker getauscht. Die Fragen, die beim Lesen des Abschlussberichtes jetzt aufkommen, die sind deutlich umfassender als anfangs gedacht. Es läuft ja am Ende hinaus auf einen, man könnte schon sagen, Fehler im System, der uns als Passagiere eventuell doch noch mal etwas länger darüber nachdenken lassen sollte, ob es immer wirklich nur auf den Preis ankommt oder ob man vielleicht doch mal wieder etwas mehr das wertschätzen sollte, was wir hierzulande glücklicherweise bei eigentlich allen Fluggesellschaften noch haben. Nämlich eine offene Fehlerkultur, an der auch immer und immer weiter gearbeitet wird, die immer und immer weiter optimiert wird. Eine Technik, eine Maintenance, eine Wartung, die sich vielleicht auch einfach doch nochmal etwas länger Zeit nimmt, um eine etwas kompliziertere Aufgabe zu lösen, um dann immer und immer wieder testen zu können, ob dieses Flugzeug jetzt auch ganz sicher zu 100% so wieder in den Betrieb gehen kann und mit Passagieren losgeschickt werden kann. Oder auch eine Cockpitbesatzung, die sich trotz eines vermeintlich kleinen Sensorfehlers und 200 hinter ihnen sitzenden, vielleicht etwas zu schnell jammernden Passagieren dazu entscheidet, das Flugzeug so lange am Boden zu lassen, bis sie ganz genau wissen, und zwar ohne jeglichen Zweifel, dass das, was da gerade los ist, die Flugsicherheit nicht einschränkt und die Maschine so fliegen gehen kann. Und das sollte man sich definitiv nicht kaputt machen. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. War diesmal auch ein etwas anderes Video. Wir haben gar nicht so viel über irgendwelche Techniksachen oder sowas gesprochen, sondern es ging hauptsächlich um meine Gedanken, die ich jetzt nach Lesen dieser Berichte zum Thema 737 MAX hatte. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.